Trotz Spenderherz, Eschk-Sieger wieder auf Intensivstation. Es ist eine Achterbahn von Hoffen und Bangen. Gerade erst konnten die Fans von Eschk-Gewinner Salvador Sobral, 27, aufatmen, der sensible Balladensänger bekam nach langer Wartezeit endlich ein Spenderherz. Vergangene Woche wurde er aus der Klinik entlassen. Nun der erneute Schock, der 27-Jährige liegt wieder auf der Intensivstation. Nach dem Herz sind es nun laut der spanischen Zeitung Hello die Nieren, die bei dem Portugiesen versagen. Muss Weihnachten also in der Klinik verbringen? Ein Mitarbeiter des Krankenhauses konnte gegenüber der portugiesischen Zeitung Correio da Manhã mit Tilde vorerst für Beruhigung sorgen, sein Zustand konnte mit den entsprechenden Medikamenten stabilisiert werden. Er werde die kommenden Feiertage mit seinen Liebsten zu Hause verbringen. Der kritische Gesundheitszustand von dauert bereits seit September an. Damals hieß es sogar, Liga im Sterben. Er hatte sich sogar bereits von seinen Fans mit einem emotionalen Social-Media-Beitrag verabschiedet. Im November dann das Wunder, entkommt dem Tod durch ein Spenderherz. Hoffentlich gewinnt der Musiker diesen Kampf erneut.